Wenn ihr euch Massivholz im Großhandel kauft, sieht das normalerweise so aus. Das ist so ein Stück von einer großen Bohle und da ist immer, normalerweise, wenn man das halt nicht besäumt kauft, hier diese Waldkante dran. Wenn du dir aus so einem Stück Holz jetzt zum Beispiel einen Couchtisch bauen möchtest, hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Du kannst die Waldkante inklusive Splint komplett rausschneiden oder du lässt sie halt eben dran. Wenn du das komplett rausschneiden würdest, hättest du sowas wie hier oben, haben wir hier so ein schönes Kandel. Das wäre quasi die Außenseite von deinem Couchtisch. Könnte man auch schön mit einer Faser verzieren. Aber mir persönlich gefällt es mit Waldkante so ein Couchtisch deutlich besser. Hier diese Waldkante wird nicht mitberechnet, wenn wir das Holz kaufen. Das bedeutet, das hier wird vom Holzlieferanten komplett als Verschnitt gerechnet. Das müsst ihr nicht bezahlen. Wir sehen ja auch hier ganz gut, hier sind ganz, ganz viele Wurmlöcher drin. Das Holz ist hier schon nicht mehr fit, das kann man hier schon abbröseln, ist also nicht mehr wirklich viel Material tatsächlich. Wenn du dich jetzt dazu entschieden hast, diese Waldkantenoptik aufrechtzuerhalten, dann werde ich dir in diesem Video zeigen, wie ich das mittlerweile tue. Ich finde, für mich persönlich ist das so mit der beste Weg, vor allen Dingen auch einer der schnellsten Wege, denn ich habe früher ein paar Methoden angewendet. Also wenn du wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, wie ich das Ganze tue, bleib einfach im Video dran. Ich werde das in dem jetzt zeigen. Natürlich müssen wir jetzt noch ein paar Arbeitsschritte ausführen, damit wir erstmal eine Platte haben, an der ich das Ganze zeigen kann. Viel Spaß! Natürlich soll dieser Couchtisch möglichst parallel werden und aus dem Grund markiere ich mir jetzt als erstes relativ gleichmäßig den parallelen Abstand zu dieser Waldkante. Im Kernholz, nicht im Splintholz. Weil von diesem Splintholz hier werden wir einiges wegarbeiten. Ich komme mit meiner Tauchkreissäge nicht ganz durch, deswegen ist hier immer noch ein kleiner Rand. In dem Fall bin ich fast ganz durchgekommen, deswegen haben wir immer so eine kleine Bruchleiste. Hier als kleiner Tipp, schneidet das Waldkantenstück hier nicht als separates Stück, das bedeutet, schneidet es nicht hier knapp am Rand ab und bearbeitet erst die quadratischen Hölzer. Lasst das Waldkantenstück ruhig ein bisschen breiter, das macht es bei der Bearbeitung ein bisschen einfacher und es funktioniert einfach ein bisschen schneller. Nachdem diese Platte dann jetzt verleimt wurde, werde ich sie jetzt erstmal auf dem Langbandschleifer schleifen, damit ich einmal sehe, wie die Oberfläche aussieht, was man vielleicht noch tun muss, wo es ein paar Fehler gibt, die man beachten muss. Und deswegen schleife ich das Ganze jetzt als erstes einmal. Ihr seht, die Waldkante ist bis jetzt noch normal dran. Das bedeutet, da haben wir noch gar nichts dran gearbeitet, noch gar nichts haben wir dran gemacht. Das ist auch ganz bewusst, werde ich dir gleich sagen, warum ich das in dieser Reihenfolge mache. Der Tisch muss noch ein bisschen runter, weil er zu hoch ist. Das war's auch schon.
ihr glaubt, das hier war staubig, dann wartet mal noch eine Sekunde. Wir brauchen jetzt erst ein bisschen Werkzeug. Einen Winkelschleifer. Und dann noch so eine Raspelscheibe. Und das Teil ist richtig cool. Wir haben hier mehrere Zähne, mit denen wir auch einiges am Material runterschneiden können oder runterraspeln können, denn das müssen wir hier auch. Wenn ihr jetzt nur einmal eine Waldkante bearbeiten möchtet, dann könnt ihr auch einfach so eine Fächerscheibe benutzen. Das jetzt ist jetzt Körnung 40. Da funktioniert das auch schon ganz gut. Nur schaut, dass die immer relativ frisch sind, weil wenn die das nicht mehr sind, dann brennt ihr das Holz schnell an und dann wird es halt dunkel. Jetzt in dem Fall, wo ich sowieso ein paar mehr Waldkanten runter schrubben muss, da ist das hier aber wirklich richtig cool, weil da müssen wir auch nicht mit der Ziegelinge arbeiten, weil wir halt damit wirklich gleich schnell sind. Ich werde auch noch kurz sagen, warum ich das erst im verleimten Zustand mache und nicht schon hinten an der Hobelbank. Ich könnte das Holz ja auch schon vorher super hier einspannen und könnte es dann bearbeiten. Aber bei der Bearbeitung ist mir halt aufgefallen, dass man nicht so die gute Gewalt mit der Flex, vor allen Dingen mit dieser groben Scheibe hier drauf hat. Und man schmeißt sich halt diesen ganzen Staub hinten in die Werkbank, wo man es nicht so gut sauber machen kann. Manchmal ist dann hier vorne noch die Zange im Weg. Deswegen ist das hier in meinen Augen ein bisschen entspannter, weil die Platte durch ihr Gewicht sowieso schön auf der Arbeitsbank liegt, wo man dann so schön arbeiten kann. Als Zwischenschliff benutze ich hier noch so eine Bürstmaschine, da ist jetzt eine Schleifscheibe drauf, beziehungsweise so eine Fächerscheibe oder Wellenscheibe. Das ist Körnung 80, das ist jetzt wie gesagt zum Zwischenschritt. Das mache ich einfach, damit ich später bei dem Endschliff nicht mehr ganz so viel schleifen muss. Dann geht das hiermit ein bisschen besser, gerade auch bei diesen Rundungen. Man darf allerdings nicht unterschätzen, dass das eine Arbeit ist, die einfach so vonstatten geht. Da wird man schon ganz schön dreckig. Das hier ist zum Beispiel das Material, was wir nur von diesem kleinen Beischütttisch jetzt abgeschabt haben. Wir sind allerdings immer noch nicht fertig. Die Waldkante ist jetzt schon mal in Form. Man haut sich keinen Splitter mehr rein. Aber sie ist noch nicht glatt. Das kommt später. Jetzt kommen erstmal ein paar Zwischenschritte. Ich werde auch zeigen, wie ich die kleinen Fehler am Holz verarbeiten werde, so dass sie schön sind und dass man sich das auch gerne anschaut. Deswegen zeige ich dir in dem Video auch zusätzlich, wie ich eine komplette Tischplatte fertig mache. Da hast du das auch noch einmal gesehen. Das Brutale ist, es ist hier drin so staubig. Naja. Hier noch ein kleiner Trick. Wenn ich diese Tischplatte jetzt ablenken möchte, dann muss ich natürlich einen rechten Winkel anzeichnen können. Das können wir natürlich nicht machen, indem wir das Ganze auf die Außenkante legen, weil die ja eine Waldkante ist. Das bedeutet, es ist nicht gerade. Wir müssen irgendwie auf die inneren Holzstreben den Winkel auflegen können, damit das Ganze rechtwinklig wird. Jetzt würde das hier sogar noch ganz gut funktionieren, weil sich das Holz hier von der Farbe so ein bisschen unterscheidet. Das hier ist dunkler als dieses Stück Holz. Das bedeutet, hier könnten wir das Ganze jetzt anlegen. Aber manchmal ist das nicht der Fall, wie zum Beispiel hier. Hier der Trick.
Mir ist dieser Trick beim letzten Mal auch eher so ein bisschen unterbewusst aufgefallen und mir ist klar geworden, hey, das geht ja viel besser. Woran können wir auch noch erkennen, wo unsere Leisten, unsere Hölzer hier anfangen und enden? Ganz einfach an den Stirnseiten. Da haben sie ja meistens so ein bisschen Versatz. Und da kann man uns eine Wasserwaage oder irgendwas Gerades sehr gut anlegen. Das bedeutet, wir können jetzt einmal die Wasserwaage hier anlegen. Wir haben hier diese Kante. Die haben wir natürlich auch auf der gegenüberliegenden Seite. Und so kann man sicherstellen, dass das Ganze sehr gerade bzw. rechtwinklig wird. Ich mache jetzt einen Strich und an diesem Strich kann ich dann meinen Winkel halten. Mir gefällt hier dieses Stück sehr gut, deswegen will ich das auch beibehalten. Das heißt, ich gehe hier ein bisschen weiter nach links mit meinem Schnitt. Messe mir danach meine 105 cm. Das ist hier gar nicht mal so entscheidend. Und dann kann ich mein Stier ebenfalls schnell setzen. Dann habe ich sogar noch einen Trick für euch, damit der Schnitt bei euch zu Hause auch gut und vor allen Dingen bei jedem Schnitt gut klappt. Ich habe hier eine Handkreissäge, eine Tauchkreissäge. Das ist nicht die beste. Ich sage euch nicht, welche es ist. Wenn ihr es wissen möchtet, müsst ihr auf den Link klicken. Auf jeden Fall ist es keine Muffel, wie schon ein paar Leute gedacht haben. Da gibt es eine Eigenheit. Bei dieser günstigeren Tauchkreissäge ist es jetzt so, dass ich jetzt schon mehrfach gesehen habe, dass ich das Blatt durchdrehen kann. Die Schraube hier könnt ihr so fest, wie ihr wollt, anziehen. Wenn ihr aber zu viel Belastung, speziell bei diesem Massivholz, auf das Sägeblatt gibt, kann es dazu kommen, dass das Ganze durchdreht. Deswegen hier die Info, gerade bei so dicken Schnitten, schaut, dass ihr ein gutes Stück langsamer schneidet. Wenn ihr Längsschnitte, das bedeutet, wenn ihr das Holz hier wie am Anfang gesehen, in der Länge nach auftrennt, würde ich euch auch empfehlen, zwei Schnitte zu machen, das heißt erst 20 mm und dann 50 mm zum Beispiel. Und nicht alles in einem Schritt, habe ich auch gemacht, aber da wird die schon relativ warm und ich weiß nicht, ob die das jahrelang mitmacht. Da hat sie auf jeden Fall jetzt schon ein paar Schnitte mitgemacht. Wenn dich solche Projekte interessieren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Das wird nicht nur mir helfen, sondern auch dem Kanal, dass meine Videos weiterhin in der Menge hier auf YouTube erscheinen. Hier auf meinem Kanal erscheinen regelmäßig Projekte rund zum Thema Holzbau, Möbelbau, auch viel Metall mittlerweile. Das ist jetzt relativ neu im Programm. Ich habe mich erst vor ein paar Videos, was das Holzzeugs angeht, hier diesen coolen Staubsauger gebaut. Der funktioniert richtig, richtig cool. Dann gibt es auch einen kostenlosen Bauplan auf meiner Website. Wenn du das nachbauen möchtest, schaust du dir aber am besten das Video an. Da zeige ich dir auch im eigenen Video, wie ich hier diesen genialen Schlauchabroller gebaut habe. Unendlich geil, das ist ein 6-Meter Schlauch, seitdem rollt er nämlich auf dem Boden rum. Seitdem ist er hier schön aufgerollt und es funktioniert einfach super, super gut. Jetzt geht es aber hier weiter. Wie gesagt, ich würde es freuen, wenn du den Kanal folgen würdest. Dann kann es auch in Zukunft so weitergehen. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Leim in einem Riss, weil hier so eine kleine Verästelung war. Das Ganze stemme ich jetzt so ein bisschen aus, denn das werden wir jetzt auch noch machen. Den Riss werden wir jetzt mit solchen Klebesticks hier zumachen. Das ist ganz cool, es geht halt einfach schnell. Das ist das Schöne gegenüber Epoxy. Ich habe dir das Zeug auch in einem eigenen Video, ich glaube da oben rechts oder da oben rechts verlinkt. Zeige ich es da ein bisschen genauer, aber das hier ist so die schnelle Alternative, wenn ihr so einen Riss zumachen möchtet. Das müsst ihr gut heiß werden lassen und das können wir dann hier einfach reinfüllen. Dann drücken wir es hier noch ein bisschen flach. Dann kühlt es auch ein bisschen schneller ab. Und das war's schon. Eichenholz kann man wunderbar bürsten, so ist die Tischplatte jetzt einfach glatt. Übrigens, ich habe auch nur mit 120er Korn geschliffen, das reicht tatsächlich hier. Man kann aber hier noch ein bisschen mehr rausholen und zwar werden wir jetzt die Oberfläche bürsten, dann sieht das Ganze eigentlich immer noch gleich aus, aber ihr habt ein bisschen mehr Haptik und das ist echt richtig, richtig schön.
Ach, das ist die Fallscheibe. Boah, Philipp, das ganz im Ernst. Jetzt kommen wir zum Finishen. Ich benutze wie immer mein eigenes Finish. Ich habe da vom Zuschauer einen richtig geilen Tipp bekommen. Das werde ich dir jetzt mal noch zeigen. Übrigens als kleine Info, wenn ihr so eine Finish-Dose, wenn ihr euch so eine Dose Finish bei mir bestellt, da sind mittlerweile diese Lappen dabei. Mega geil, könnt ihr direkt benutzen und müsst nicht irgendwas anderes zerschnippeln. Gerade wenn man solche größeren Oberflächen damit behandeln möchte, geht das mit so einem Spatel sehr, sehr gut. Könnt ihr euch einfach hier so eine Portion nehmen. Trägt das Ganze so auf. Das Zeug, was er dann nämlich nicht braucht, könnt ihr im gleichen Arbeitsgang auch direkt abschaben und wieder in die Dose reinmachen. So, den Überschuss kann man nämlich dann ganz fix wegreiben. Aber das mit dem Spachtel könnt ihr ja ruhig mal ausprobieren und könnt mal vielleicht schreiben, ob euch das auch gut gefällt. Wie gesagt, das ist so, kennt ihr diese Satisfying-Videos, wo man sich anschaut und man denkt so, das ist hier geil. Ich zeige es euch deswegen nochmal genau und vor allen Dingen die schwarzen Ausbesserungspunkte, wie die aussehen mit dem Wachs. Boom! Diese Prozedur hat jetzt um die 30 Minuten gedauert, wenn man sich nur auf diese Waldkante bezieht. Natürlich war das mehr Arbeit. Ich habe ja auch das Ganze noch geschliffen, noch ausgefüllt. Aber ansonsten ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Methode, wie man hier diese Waldkante schön mitbenutzen kann. Gibt dem Möbel dann wirklich eine sehr, sehr schöne Optik. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie du dieses Video fandest und wie du auch hier diese Tipps fandest. Wie gesagt, das hier waren jetzt alles Tipps, die ich nur bekommen habe, weil ich es immer gemacht habe und habe gemerkt, okay, so geht es vielleicht besser. Deswegen bin ich echt ganz, ganz happy, so wie das von der Zeit her auch jetzt abgelaufen ist, weil es geht schon relativ zackig. Man hat jetzt keine Arbeitsstunde, wo man lang warten muss. Hier mit diesem Finish, das ist auch cool. Man muss jetzt nicht warten, bis ein Öl trocknet. Ihr könnt das jetzt anpacken. Es ist jetzt eingezogen. Ihr könntet theoretisch die Beine drunter stellen, das neue Auto stellen und könnt es bei euch in die Wohnung stellen, ohne dass es nach irgendeinem Terpentingeruch stinkt. Das riecht ihr halt eigentlich fast nicht. Und wenn ihr was riecht, ist das Bienenwachs. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Auf dieser Seite hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos. Ich sehe schon gar nichts mehr. Ich bin raus, wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.